Herzlich willkommen, ihr Lieben, in Horn am Eiselmeer. Hier ist der Ausgangspunkt der Museums-Sohm-Tram nach Medemblick. Das ist Rein Korthoff. Er ist seit Jahrzehnten Mitglied im Museumsbahnverein und er hat uns eine ganze Menge erzählen können über die Bedeutung der Dampfstraßenbahnen im Norden Hollands. Um möglichst viele Orte in den Niederlanden mit der Schiene zu verbinden, entstanden Ende des vorvorigen Jahrhunderts viele Kleinbahnen, unter anderem auch die Bahn von Horn nach Medemblick. Rein Korthoff hat auch den Kontakt mit Wouter Adrianse hergestellt. Er ist derjenige, der diese Bilder mit einer Drohne erstellt hat. Und wir bedanken uns herzlich dafür, dass wir diese Bilder zeigen dürfen. Die Linie Horn-Medemblick wurde anno 1887 eröffnet, aber der Personenverkehr endete bereits in den 30er Jahren. Die Museumsbahn gibt es seit 1968 und sie ist, das kann man wirklich sagen, ein Schmuckstück. Personenverkehr gibt es auf der Museumsbahn in den Sommermonaten täglich. Der Güterzug fährt nur am Mittwoch. Da wird Post und Stückgut verladen und man bekommt als Besucher einen richtigen Einblick, wie das Leben vor über 100 Jahren in dieser Gegend abgelaufen ist. Eine sehenswerte, eine großartige Museumsbahn. Alle Fahrzeuge sehen aus wie aus dem Ei gepellt, wie fabrikneu. Zusammen mit den vielen engagierten Museumsbahnern wird die Vergangenheit lebendig oder, wie das Motto des Vereins heißt, Spaß und Geschichte an einem Tag. Und an einem Tag in der Woche fährt der Güterzug, nämlich am Mittwoch. Als ich mit der IGE Erlebnisreisen in den Niederlanden war vor knapp 2 Jahren, habe ich leider noch keine bewegten Bilder gemacht, konnte ja nicht ahnen, dass ich dereinst einen YouTube-Kanal bedienen werde. Deswegen seht ihr jetzt noch ein paar Bilder, denn die Reise geht weiter. Wir dampfen etwa eine Stunde lang, bis wir Medemblick erreichen und das kündigt sich an durch diese Windmühle. Die westfriesische Stadt besitzt seit über 700 Jahren das Stadtrecht und hier geht es für den Reisenden weiter mit der Friesland. Ein historisches Fährschiff aus dem Jahr 1955. Es bringt uns an Medemblick vorbei nach Enkhusen und meine Wenigkeit durfte auch mal das Steuer für ein paar Sekunden in den Händen halten. Von Enkhusen geht es mit dem Zug wieder nach Horn bzw. weiter Richtung Amsterdam. Insgesamt eine traumhafte Rundreise, sehr zu empfehlen.